Oh. So. Das kann auch erstmal wieder Stunden dauern. Okay. So. Okay. Ich hab's gleich. Puh, und Dynamit. Danke, Kitty. So. Oder muss ich dem Ganzen zugucken? Ich muss dem Ganzen zugucken, okay. Genau so. Did that feel good, Sam? We all love to destroy, and we only differ in that some of us hide that thirst and others don't. Oh, yeah. Vampire, a disgusting creature of the darkness. It lives by drinking life from others, ruining them. But I give das people für immortality. Pinsel, Damenschuh, Magexplosion. Ich nicht so. Ohne Peitsche. Will jemand eine Peitsche? Okay. Kleber, Statue. Gaslampe, Siegewachs, Münze, Dominostein, Kamera, Seepferdchen, Flachmann. Medaillon. Da. Oh, Kitty. So, das ist jetzt für draußen.
Okay. Ah, nee. Und das Rote Kreuz. Grammophonnadel. Also jetzt komme ich ja mit leisen Schritten voran. Öffne oder schließe die Verbindungsstücke, um die Nadel in die Mitte zu führen. Okay, Mitte. Nee. Mitte. Mitte. Ah, nee. Okay, dann hier noch nicht. Mitte. Nee. 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 Mitte. So. Da wieder hoch. Okay. Und dann sehen wir mal. Ich meine, das ist jetzt wenigstens mein Rätsel, das ich hinkriege. Das dauert jetzt halt nur Ewigkeiten. Geht's runter. Da geht's dann vorbei. Da geht's runter. Runter. Runter, hoch, hoch, runter. Runter, runter. Runter, runter. Runter. Ja. Passt. Und die Waage. Okay, und im Arbeitszimmer ist noch eine Wimmelbildszene. Pantoffeln. Schwere. Angezündete Laterne, wenn ich denn Feuerzeug finden würde. Whisky und Limo. Stempel. Kerze. Lampe. Lupe. Luftpumpe. Und ich gehe jetzt gerade um die Luftpumpe. Bürste. Die nicht will, dann die hier. Tintenfass. Bierkarten. Und ich finde das Portemonnaie aber nicht. Da. Okay. Nein. Wir könnten es bald durchhaben. Kartusche. Oh nö. Oh nö. Scheiße.
Muss ich da jetzt einfach nur die Zahlen für, oder? Nee, ich muss das genaue Ergebnis, glaube ich. Zweiundzwanzig. 32. Kann ich auch 2 auf 1? Ja, kann ich. Mit 22. Zweiunddreißig, aber das ist nicht das ausgewogene Gewicht. Das muss halt genau passen, ne? Darf nicht irgendwie zusammengewürfelt sein. Oh, leco mio. Sind 24, 28. Achtundzwanzig. Es muss gleich ausgewogen sein. Zweiunddreißig. Das heißt das und ich sag jetzt mal. Nee. Das und das ginge nicht, ne? Nee. Müssen die gleichen Gewichte sein. Ach du Grüne, noch nicht kann noch kein Mathe. Achtundzwanzig. Wenn ich da jetzt so eins draufpacke, okay. Dann muss eben auf beiden Seiten gleich 4 geben. Um Gottes Willen. Das fünf, fünf ist 46. Vierundvierzig. Zwanzig. Mist. Nein. Vierzig.
ganz, ganz doofe Scheiße hier. Ich hasse es. Neun, 18. Muss halt auf beiden Seiten gleich viel sein. Und nein, so hin. Sind 32. Alter. Ich hasse Mathe. Ich hasse Mathe. Problematisch wird's bei der 40. Sind 26. Dann. So. 34. Also, geht aber nicht mehr auf. Geht leider nicht mehr auf. Nein. Geht leider nicht mehr auf. Bin 18. Ich passt aber nicht mehr. Ich will die 9 nicht auf. Aua. Laut. Nee. Leider nicht. 9. 20. Auf jeder Seite. Also wenn wir 5 plus 3 oder 2 machen.
Aber das geht doch dann. Nur 9. Geht aber nicht auf. Ich muss irgendwo was wegnehmen, glaube ich. Fliegen? Könnt ihr mir jetzt mal. Ihr zwei Schnuckelchen. Oh, ich hasse Mathe. Kriege ich da die 11 anders hin? Huch, nein. So. Wollte ich das jetzt gerade nicht. So. Ich probiere gerade einfach nur rum. Das. Das doch nicht. Aber 8 kriege ich doch auch nicht mehr hin. Rein theoretisch. Aber es muss auf jeder Seite ja gleich viel sein. Oh Gott, ich hasse Mathe. Ganz furchtbar. Ich habe keine Lust auf Mathe, aber ich muss das auch hinkriegen. Das ist verletzter Stolz. Nö. Nö. Das 14 auf die eine, 2 mal 7 auf die andere. Ja. Aber dann bin ich bei 28. Und ich brauche hier 34. Und dann. Ich habe nur noch eine. Warte mal. Oder? Das muss gleich auf sein. Das muss auf beiden. Ich habe nämlich keine 1 mehr. Ja, ich habe aber keine 1 mehr. Das ist ja mein Dilemma. Ich habe ja keine 1 mehr. Ja, 1 ist ja schon verbraucht. Sozusagen. Und bin nirgendwo mehr. Die 1 ist da und da ist die andere 1. Das Problem ist ja, dass da die gleiche Anzahl sein muss wie da. Ja, aber dann komme ich ja trotzdem das gleiche. Bin ja trotzdem bei 28. Muss er 34 erreichen.
Ich bin 40. Könnte ich für die andere Seite nehmen, aber dann... Problem ist halt, das wäre halt 33, 34. Da müsste halt das gleiche Gewicht. Das ist mir zu viel Mathe. Rein theoretisch bräuchte ich jetzt. Doch. Zwei Vieren bräuchte ich rein theoretisch noch. Dann ginge das. Müsste ich die Vieren hier wegnehmen. Dann könnte ich die hier aufhören und hätte die 34. Mach das mal. So, damit habe ich die 34. Jetzt kann ich da versuchen, die 40 vollzukriegen. Also die 34 hätte ich jetzt. Wir versuchen, was heißt mit der 40? Mit der 40 muss ich auch irgendwie... Das sind 13, 13. So, ich hab's. Boah, was für eine Scheiße. A lot of life goes wrong because we can't weigh all pros and cons. Oh, ja. But you did it this time, Sam. I really hope. Der Moment, wenn man halt nicht so viele Zahlen hat. Drecksmatte. Ja, eine Mathe. Ich hasse Mathe. Mathe ist der letzte Scheißdreck. So, ein Sternzeichen fehlt noch. Wo ist... Wo war jetzt das Hufeisen? Irgendwo war hier ein Hufeisen. Die Frage ist, wo war das Hufeisen? Hier war das Hufeisen. Das heißt, ich habe hier mein Pferdchen. Boi, Bogenschütze. Wo ist denn der Abakus? Oh, gute Frage, nächste Frage. Da hinten. Winkelmesser. Ring. Telefon. Achso, da ist das Nadelkissen. Reicht immer noch nicht an Nadeln. Immer noch nicht. Fehlt immer noch eine Nadel. Sehe nur keine mehr. Auf jeden Fall eine gute Wahl, so ein Horror-Game. Was ist das? Es ist ja kein Horror-Game. Es ist ja ein Gruselwimmelbild. Es ist ja kein Horror-Game. Es sei denn, es gruselt sich einer von euch, dann kann man es von mir aus auch als solches betiteln. Mathe, ja. Im Sinne von Mathe ist es sehr gruselig. Die Mathe war schon wie Horror. Ja. Ja, gut, ja. Ja. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Von der Grafik. Ey, die Grafik ist Bombe, ja. Gleich haut Iron mich. Oh, jedes Mal wieder. Und zurück. Dahin. Hierhin. Und fliegen geht's weg von meinem Essen. Und das letzte Sternzeichen-Symbol. Oh Gott, was kommt jetzt für eine Scheiße? Oder hab ich's?
Ach du heilige Mutter Gottes. Will ich davon gleich die Lösung haben? Ordnen die Sternzeichen des äußeren Rings an den entsprechenden Stellen im Inneren an. Färbe die Sternzeichen in der Farbe des Dreiecks ein, zu dem sie gehören. Was? Und wo muss ich sie dann zurückordnen? Das Äußeren rings an entsprechenden Stellen im Inneren. Was? Bitte was? Wo sind die Sternzeichen des Äußeren rings an den entsprechenden Stellen dann an? Ich färb erstmal. Wobei, warte, das war das, ne? Rein theoretisch müsste das dann ja noch da. Oder? Oder muss es noch da? Ich muss noch da. Ich verstehe das nicht. Ich ordne erstmal. Wir kriegen das schon hin. Also rein theoretisch müsste das dann ja... Es geht sowieso nicht komplett auf. Was? Frag mich halt nur, ob sie da nicht rein können. Also ich meine, das Färben ist jetzt ja kein Problem, aber... Der Rest? Kann ich das nicht einfach lösen? Ich färbe einfach alles und dann lasse ich es lösen, ja? Kann ich das überspringen? Darf ich das überspringen? Bitte. Wenigstens etwas. Das bringt mich nur nicht weiter.
Ach, da wird gleichzeitig noch was anderes mitgefärbt. Okay. Hat jemand was dagegen, wenn ich auf Lösen drücke? Frag für einen Freund. Das da ist schon rot. Das ist mir eigentlich egal. Was sollst du schauen? Das stimmt wiederum. Wir tun einfach so, als hätten wir es ganz schlau von selbst gelöst, okay? Here's your chance. This sun is solid gold. Das ist nie passiert. You can go now, sell it and live in luxury. So, choose. Das Ganze ist nie passiert. Aber die Frage ist, wo muss ich damit jetzt hin? Ich hier geschrieben lese. Okay, mach das ja. Ich die vollen 8 Stunden müssen. Doch, das wurde sogar schon verlängert. Also es wären jetzt 10,5 Stunden, ja. Also wir hätten dann noch mehr als genug Zeit für dieses eine Rätsel. Was? 11-7 von... Was? Was? Kitty, was? Ach, leck mich am Arsch. Look, it's the light at the end of the tunnel. You're so close. Einfach der Horror, diese Vorstellung. Ja. Nein, und wir fallen schon wieder. Sind wir tot? Oh, welcome back. Do you see how everything turned out? Kann es vorbei sein? All your efforts were a complete waste of time. Everything ends just as I planned. Frankly, you and Anna will be my best exhibits. My other guests gave up very quickly and cried for mercy. They just rushed through the house. But you kept going toward your goal. You even tried to find out more about me. I watched as you were reading cuttings from my diary. Anyway, you played too long, Sam. You think you know something about me. Okay. It's not true. There is no truth. Mal, Alter. Ja, nee, danke, Kitty. Except one. I really love Wir sterben. And respect my art. Very soon, you with Anna will reunite and will become my best exhibits. For the very first time, you will make a composition of more than one person. You both are a real personification. Zu schreiben, ja, ja. And force of character. And for all that, I will reward you with the greatest gift, the gift of immortality. I perfectly understand that you are terrified, but don't worry, your death won't be painful. The only thing I want to add is that... Sam, wait! Wait, I'll get you out right now. Weiße Stadt hat sich das Glas einschlägt. You need to find the phone and call the police. And then get out of here quickly. Aber das ist die coole Witze, mein Städtchen. Weißt du, dafür, dass diese komische Rotze halt immer höher steigt und höher steigt, sind wir echt mega entspannt. Oh Gott, und es gibt einen zweiten Teil, oder? Hm.
Nice. Behind me is Goldvale Manor, one of Wilshire's oldest estates. Recordings found here show that a man known only as Oscar lived here and was responsible for the recent abductions of young people. The embalmed bodies of the victims have been found inside the house. Noted crime journalist Sam Wild, who was investigating the kidnapping of his girlfriend Anna Reed, made the call to police. Anna is now safe with him. The police investigation is ongoing and no other details are available. A reliable source says that Sam Wild and Anna Reed managed to overcome this Oscar and escape Goldvale. Police were unable to find the murderer despite a thorough search, and the administration has issued a BOLO to all area agencies. Law enforcement authorities have asked citizens to remain calm, but to be cautious and aware until the criminal is caught.